Hier ist irgendwie die Farbe verändert. Was ist das? The ground's different between here and here. Gibt's nicht viele Gründe für. Oder? Komisch. Alles sehr merkwürdig. Mein Auge geht immer nur hier hin, oder? Das zeigt nur, dass die Kabel dahin zurückführen, wo wir eh schon waren. Würde ich gerne mal hier rüber gehen. Ist hier noch irgendwas? Tatsächlich. Ihr wisst ja, in Mülleimern findet man was. Guter Witz. Gucken wir nach. Oh. Na gut, dann können wir auf jeden Fall da rauf, oder? Ja. Perfekt. Oh. Und wir verlieren jetzt schon wieder unseren Schuh oder sowas. Immerhin haben wir einen Schuh an, dadurch ist es nicht ganz so schlimm. Hier steht jetzt alles nochmal genauer da. Ah, und hier ist noch so eine... Stromkasten. Jetzt habe ich's. Drüben ist immer noch das Teil, aber hier können wir jetzt nicht mehr sehen. Also, Powerbox. Die funktioniert allerdings. Here we go. Ah, okay. Ich denke mal, dass wenn wir die bearbeiten, dass das alles okay ist. Okay, eine von dreien funktioniert. Alright, now we're on to something. Tatsache. Nicht schlecht. Was haben sie denn da gemalt? Sieht ein bisschen komisch aus. Hier ist auch nichts hinter versteckt oder sowas? Ah. Ja, ich nutze mein Echo-Auge. Okay, ein Mülleimer. 8,6 Leute. Ah. Ja, hat manchmal Loot oder Geld. Wer packt denn da immer Geld rein in die Dinger? Ich kann es jetzt auch nicht nochmal benutzen. Das stimmt aber wirklich, es ergibt sehr wenig Sinn, dass da Geld drin ist. Hier vorne haben wir übrigens auch noch nicht geguckt. Ron muss ja... Ron ist hier, okay. Das erklärt's. Genau, und hier können wir die Powerboxen so angucken. Und mehr ist hier nicht. Also rangehen. Auch die noch scannen. Zack. Ah, oh, wir können hier auch... Vaughn nochmal scannen. Ich glaube, das haben wir schon. Power Supply 2. Beziehungsweise war das 1 und oben war 3. Alright, that's 2. Hey, that sounds good, right? Good sound? You keep hacking. I'll go check on Loaderbot. Das sollten wir alle tun. Loaderbot ist der coolste. Schade, wir können uns... Doch, wir können uns auch so Loaderbot angucken. Bullloader, modifiziert. Schon 247 Tage alt. Die Garantie ist schon lange abgelaufen, also lange, wirklich. Der Expansion Slot ist der Keats Poetry, die Keats Poetry Engine. Die größten Ängste, irgendwo allein zu verrotten. Herauszufinden, dass das Leben bedeutungslos ist. Und Clowns. Clowns, davor habe ich auch Angst, total. Nicht wirklich, aber ja. 27, aber ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Ach man, ich liebe das. So. Die beiden da hinten können wir von hier nicht scannen. Aber von hier doch bestimmt. Zack. Fiona. 20. Was? Ein Auge gehört zu einem erwachsenen Mann. Ach so, hat sie das Teil immer noch dabei. Ups. Sascha. Okay. Mir ist nicht dabei. Dann wollen wir jetzt auch mal die letzte Powerbox aktivieren. Würde ich mal sagen.
Ja, das kennen wir ja schon. Zack. Dieses eine Kabel stört da auch nicht, dass das... Ah, okay. Ja, das kennen wir ja schon. Haben wir ja bei den anderen allen gesehen. Die beiden gehören zusammen. Zack. Nummer 3. And there. Perfekt. Daumen nach oben. Und ich denke mal, dass das irgend so ein Fahrstuhl oder so. Oh. Oder so. Ja, doch, ist ein Fahrstuhl. Ist nur schwer zu sagen gewesen. Also doch nicht. Doch nicht. Es lässt einfach die ganze... Das ist natürlich sehr energieeffizient. Oh wow. Atlas. Das ist ein sehr großes Gebäude und da sollte keine Sau drin sein. Wow. What? There was a secret entrance there the whole time. Mhm, seit Borderlands 1 oder noch lange davor. Underground hidden doors. Atlas, man. Mhm. So what's next? Well, clearly we go in. Das erklärt den Titel. Whoa, easy. Watch where you point that thing. Next. We bring the noise. Oh yeah. So dumm. It was a good effort. Ja, wir haben es probiert. Da ist doch eh keiner drin, oder? Guns blazing, baby. Oh yeah. Ich nehme nicht an, dass da viele Leute sind. Also können wir da voll reingehen. Und daher kommt auch der Titel dieser Episode. Atlas Mugged. Also Atlas bestohlen. Mir war nämlich nicht bewusst, warum das so sein könnte. Okay. Was zur Hölle? Looks like we're in the right place. Das sind doch die ganzen Raider, oder? Well, that's obvious. Oder Mercenary, ich weiß nicht mehr, was das waren. Crimson Raider, jetzt hab ich's. Und was hat die alle getötet? Crimson Lance. These guys are serious badasses. Na genug. Watch your step. Whole place could be booby-trapped. If this place is as valuable as we think it is, they might be trying to protect it. I don't see any signs of sensors or fires or anything like that. But still, you might be right. What the hell did this? Not what. Who? Hm? This is Athena's handiwork. Ach so, oh. Starting to think we might have just gotten lucky with her back there. Whoa. Dann weiß sie doch, wo wir sind, oder? Whoa, indeed. Verteidigungsdivision? Das würde vom Teil her passen. Please. Oh, oh. Oh, oh. Die beiden Teams. Please advise me, little playmates, right? It's very good to meet the two of you. It's a shame we couldn't be meeting under different circumstances. Circumstances. Reese, you didn't think I'd have August handling all my dirty work, did you? Wie findest du uns die ganze Zeit? Jetzt mal ernsthaft. How the hell do you keep showing up? We've escaped you like a gajillion times now, Reese. Das ist bestimmt mein Plan. Loaderbot, arm weapons or something. Oh nein, Loaderbot. Nein. Ach, verdammt. Nein. Come on, guys. You didn't think I'd come all the way down here before grabbing a universal remote, did you? What? The Gordis Project, the two halves of the core. Sehr coole Pose. To a vault. We got it all. Checkmate, amigos. I am shame. Aww. Nein! Loaderbot! What'd you think, Reese? That you could pilfer something from my toy box, no strings attached? You never could follow through. That's your problem. And that's why I beat you. Oh, payback. Well, your payback's coming, asshole. I don't know how, I don't know when, but you're gonna make a mistake. And when you do, I'll be there.
Sure, sure. I'll bring flowers. Yeah, you'll bring flowers. What? Oh. To your grave, because you'll be dead. Oh man. Das war nervig. Er kommt wirklich immer zum besten Zeitpunkt. What the hell is this? Didn't I just do this with this guy, kiddo? I admire your consistency, but God. Hm. Oh, and who is this princess? Wait, they are here. Ah, son of. Yep. Shock Ping. Other people. Funktioniert also yes, nicht ohne uns. I knew about that. Don't touch the cores, August. Thanks for the heads up. Jackass. They're gonna have to do it for us. You'll cooperate, right? Because I figure if you don't, well, I ehrlich gesagt wissen wir nicht, wie sie funktionieren. Little friends. It'll make digging your own graves look like a day at the beach. We don't even know how these cores work. Yeah. We barely even know what this gorgeous thing is. Fair. I vote we figure it out all together. Huh. Two hallways, two halves. Scheint logisch zu sein. I'll take my soon-to-be-dead janitor here. You take Miss Fancy Hat down the other one. Boys, you keep an eye on these two. Especially this one. Don't believe a thing she says. Oh, how sweet. Na dann. Yeah, you sit tight. Get your hands off me! Either of those two move, you shoot them where they stand. Uh-oh. Loaderbot. Reese, I'll admit it, you and Vaughn have impressed me. And that sort of thing doesn't happen often. I'm surprised you've made it this far. Oh, yeah, Hugo Vasquez. There's something I remember about this guy. What the hell really? Is it? Really? It's unbelievable. You must have had some sort of help. Couple of death jockeys like you. I'd say it was 50-50. It survived the landing. Hat mich darauf vorbereitet. Much less get as far as you have. There's nothing you or Pandora can throw at me that's tougher than navigating the halls of Hyperion. Well, I know what you mean. It does go down in the H-Town, doesn't it? It most certainly does. I mean, you might think of me as a self-made man, and for the most part, you'd be right. But there was this time when I looked up and admired one man in particular. Mm-hmm. Most handsome impressive Jack. Person. He's gonna say me. Yep. Handsome Jack. You idiots always say me. Yep. Still can't figure out who he is. We had the special rapport. He would do this thing where he would punch me in the face whenever he'd see me. It didn't matter if he was busy. He always made time for me. Sollten wir das auch tun? No, still nothing. I punched my mom, for Christ's sake. Just boom, right in the kisser. I was drinking from a mug when he got me one. Klingt wie ein großartiger Typ. Oh, das ist noch besser. I hate to break it to you, Vasquez, but what you're describing is... You don't is... get it. You don't get it. You don't. The point is, I was his punching. Das wollte ich doch gerade sagen. He thought we were exclusive. That's adorable. I miss our time together. Oh, ah, this drives me crazy. It's right there. It's on the tip of my tongue. But through me, his legacy carries on. Ja, von wegen. Boom. Uh-oh. Au. Er sagt gar nichts. Ja, wie bist du auf zu Vasquez gekommen? How did you get paired up with an asshole like Vasquez? No, he's not so bad. He's just a little dumb. Valerie, the woman I work for, she's got a lot of contacts up on Hyperion, Vasquez being one of them. Problem is, we tried to cut her out of the deal. Valerie übrigens. Klar. Obviously, that was a bad idea for a lot of reasons. The fact that the vault key was bullshit being first and foremost. Well, Valerie found out about it, so now we've got to convince her that whatever comes out of this room is worth more than the $10 million deal we tried to slip under her nose. Then, hopefully, she doesn't kill us all. Huh. She ever talk about me? What? Sasha, did she ever talk about me? Na klar. You guys are sisters.
I figure you'd talk every now and again.